Die Volksrepublik China ist das flächenmäßig größte Land in Südostasien. Chinas größter Teil befindet sich auf dem asiatischen Festland und grenzt an Nordkorea, Russland, der Mongolei, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan, Indien, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos und Vietnam. Dieses Video gehört zur Supermacht-Serie, in welcher ich auf das Vereinigte Königreich, auf die USA, die Sowjetunion, Russland, China, Frankreich und Deutschland eingehe. In der Beschreibung ist die dazugehörige Wiedergabeliste verlinkt. Doch zurück zu China. Was macht diese Nation zur Supermacht und wie sieht die Zukunft der Nation aus? China fasst heute über 1,395 Milliarden Einwohner und liegt damit auf dem ersten Platz weltweit. Indien ist China mit 1,365 Milliarden Einwohner dicht auf den Fersen und wird China vermutlich in den nächsten Jahren überholen. Mit einem Bruttoinlandsprodukt von etwa 10,63 Billionen Euro liegt China auf dem weltweit zweiten Rang hinter den USA. Auch die Europäische Union hat ein größeres Bruttoinlandsprodukt als China. Allerdings weist China eine Kaufkraftparität von über 20,55 Billionen Euro auf, womit sich China weltweit auf dem ersten Rang befindet. China gehört zu den 9 Nationen mit Atomwaffen. Es befinden sich nämlich 280 Sprengkörper auf chinesischem Boden. Damit liegt China auf dem weltweit vierten Rang hinter Russland, den USA und Frankreich. Die Fläche Chinas beträgt knapp 9,6 Millionen Quadratkilometer und damit liegt es auf dem vierten Platz weltweit. Militärisch gesehen liegt China mit einem aktiven Militärpersonal von etwas über 2 Millionen international auf dem ersten Rang. Zweifellos hört man über China viel in den Medien. Auf der einen Seite wird China als Supermacht auf der Überholspur bezeichnet, auf der anderen Seite hört man Stimmen, die China als größte überbewertete Blase der Geschichte bezeichnen. Fakt ist aber, dass China in unterschiedlichen Aktionen zeigte, dass das Reich der Mitte Anspruch auf den Supermachtstatus verdient. Durch Chinas ambitioniertes Seidenstraßenprojekt, zu welchem ich auch schon ein Video erstellt und in der Beschreibung verlinkt habe, baut es die wirtschaftliche Stärke weiter aus. Auch die zunehmende Kontrolle über den afrikanischen Kontinent sowie über das südchinesische Meer bereiten anderen Mächten schlaflose Nächte. Auch Chinas enorme Population ist eine Stärke, wobei auch China in der Zukunft mit einer überalternden Bevölkerung rechnen muss. Doch wie sieht die Zukunft Chinas aus? Vermutlich wird China durch die One Road, One Belt Initiative ihre wirtschaftliche Kompetenz weiter aufbauen. Innovationen werden, im Gegensatz zu Deutschland, gefördert und es wird viel in die Digitalisierung investiert. So lässt sich vermuten, dass Märkte, die heute von europäischen Firmen dominiert werden, in Zukunft von China geführt werden. Andererseits kann es sein, dass China durch verfälschte Statistiken überbewertet wird und im Falle eines neuen Kalten Krieges das kürzere Streichholz zieht. Ich danke fürs Zusehen und freue mich auf deine Bewertung, Kommentar und Videovorschlag. In der verlinkten Playlist kannst du dir Kurzanalysen zu weiteren Nationen ansehen.